Willkommen zurück auf No Hand Gaming. Neuer Squad Bitter Battle und zwar um die neuen Adidas-Karten. Und zwar heute ein dickes Versus. Asensio versus Jota. Die ganze neue Promo hätte ich mir ein bisschen besser vorgestellt mit geileren Karten. Ich finde die Idee geil. Ich finde geil, dass sie mal eine Promo machen. Aber die Karten haben mich nicht so abgeholt. Vielleicht holt Stefan die Karten ja eher ab. Hallo, Stefan. Ich hole dich heute ab. Und zwar mit einem fetten Klatsche. Ich habe Jogo Jota geholt, Bro. Ich habe hier 600k auf den Tisch gelegt. Der Typ sieht lecker schmecker aus. Es ist einer der besseren Karten. Ich habe Asensio SBC gemacht. Was die miteinander zu tun haben von wegen Versus, eigentlich gar nichts. Aber ist LF gegen RF. Ich wollte mal was Neues bringen, Freunde. Und deswegen dachte ich, machen wir das einfach mal. Bei Stefan kommt auch eine Folge online. Auf jeden Fall abchecken. Link ist in der Beschreibung. Auch eine sehr geile Karte, Freunde. Und würde ich sagen, ohne großartig zu quatschen, Stefan, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Freunde, auf dem Video abonniert, wenn ihr neu seid. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den ersten Spielern, Baby. Alles klar. Tafel ist drin. Ich glaube, Digga, ich hab so offensichtlich gebaut in Dings Worms, das ist schon wieder... Wie war das nochmal? Das Offensichtliche ist manchmal nicht das Offensichtliche. Karim Benzema im Sturm und auf der linken Seite Jonathan Rulebreaker Bamba. Bro, ich bin auf der richtigen Fährte. Benzema haben wir und da habe ich Diaby aufgeschrieben. Ich habe einfach ganz schnell geguckt. Digga, bei dir denke ich immer, ich nehme das Offensichtliche. Das Offensichtliche ist manchmal nicht das Offensichtliche. Halt dein Maul. Ja, magst du Torwart nehmen? Ah, scheiße. Mach ich. Ich halte das mal für dich rein, okay? Okay, alles klar. Also, hey, ich musste gucken. Also, ich habe hier schon eine teure Karte geholt. Wir machen weiter mit einer noch teureren Karte. Und das ist der neue Mann, den ich mir in mein Team geholt habe, Pelé. Und auf der rechten Seite gehen wir mit einem Brasilianer, und zwar Felipe Anderson. Pelé Icon. Ja, Pelé Icon. Also Baby. Ich bin reich! Cool, Digga. Ich habe Firmino und Lucas. Oh, ja. Brasilianer war schon mal richtig. Junge, 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 was hast du denn vor? Hä, was soll denn die Scheiße? Da hättest du mich mal einweihen können soll oder Soll ich ehrlich sein? Ich war ein bisschen kurz vor knapp und musste dann irgendeine Icon vorne reinballern und dachte mir, komm, nimmst du die, du schon im Team hast. Kann man das mal machen, ne? Ja, scheiß drauf, Digga. Okay, okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen weiter mit dem Mittelfeld. Ich halte alle drei rein, die ich alle drei errate. Let's go. Gut. Okay, let's go. Wir gehen. Linkes zentrales Mittelfeld. Ich habe jetzt ohne Spaß eigentlich das genommen, was jedem als erstes einfach einfallen würde. Und zwar Gündoğan links ZM, Goretzka rechts ZM. Und ich dachte mir, falls du das hast, schreibst du rechts. Safe eher so ein Kimmich statt einem Müller auf. Deswegen gehe ich mal mit Müller. Ja, Bruder, also ich habe als allererstes an Bruno Fernandes, Fred und Ellen gedacht, sag ich dir. Oh, oh. Ist. Oh, ja. Meine drei ZMs. Mal gucken, ob er hat. Mal gucken, ob er nicht hat. Wenn du jetzt noch rein hast, dann würde ich persönlich sagen, du Benjamin, ich bin am Arsch. Ich spiele im linken ZM Nkunku. Im Zentrum spiele ich eine Informkarte Tchouaméni. Und ja, ich habe natürlich eine Icon mitgenommen. Und ich habe dir ja versprochen, dass ich einen teuren Spieler reinstelle, weil du ja auch einen teuren Jota hast. Ich gehe mit Icon Xavi, dem neuen Barca-Trainer. Boah, ich bin mal gespannt, ob der da was reißen wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. In meinem Team oder bei Barca? Ach so, naja, in deinem Team kann der auf jeden Fall kann der loslegen. Bei Barca hoffentlich auch. Also, ich habe deine Lieblingskarte Verratti aufgeschrieben. Du, ich habe irgendwas mitbekommen, dass du den unnormal feierst. Ja, hab Fake hier aufgeschrieben, weil ich dachte, du gehst... Ich wusste jetzt nicht, welche Icon du nimmst. Und dann habe ich als letztes einfach nochmal den Tchouaméni aufgeschrieben. Mm. Dein Herz ist weg. Dein Herz ist weg. Hast du eigentlich... Also in der Mitte sieht es jetzt ganz mies aus bei dir. Alter. Kannst schön über außen kommen. Alter. Oh mein Gott, werd ich heute diskarden, Leute. Wow. Gut, wir machen weiter. Außenverteidiger, ich habe ein... Richtig gutes Gefühl. Ist es so? Das ist. Ich habe echt ein schlechtes Gefühl, Digga. Sag ich dir offen und ehrlich, ne? Ich starte mit rechts. Ja, ich bin an meinem Strolling Gang mit Kappa. Ah, komm. Und wenn wir schon bei den Spaniern sind, ich bin auf der linken Seite mit Angelino gegangen. Let's go!
Halt's Maul. Ich hab mir gedacht, komm, du nimmst keinen Strongling, ist zu heiß. Deswegen habe ich mal so eine interessante Karte aufgeschrieben. James und Angelino. Bruder, Strongling, warum nehme ich nicht Brustwünschen? Nice, der dritte, ne? Bruder, was ist das hier heute? Was soll die Scheiße? Hab ich so falsche Entscheidungen getroffen, ey, kacke, gut. Ey, entweder ich hab dich jetzt an den Eiern oder ich bin komplett falsch. Sag ich dir, wie es ist, ne? Okay, also, ich bin auf der rechten Seite mit einer richtig unangenehmen Karte gegangen. Also, es ist so eine richtig ekelhafte Karte. Die war am Anfang, hat jeder gespielt, und zwar am Babu. Und auf der linken Seite gehe ich auch nicht mit einem Strongling, sondern mit Dinier. Mondi und Henrichs. Das wird heute in die Geschichte eingehen. Ich wollte es euch nur mal als Kind beim Namen genannt haben, ne? Okay, Freunde. Stefan hat so lange überlegt, er will mir unbedingt noch mehr weghauen. Halt mal rein. Guck mal. Du siehst es wahrscheinlich gerade nicht, aber im Angriff und im Mittelfeld sind bei mir nur Special-Karten. Und ich dachte mir, wir machen einfach mal so nicht so Special-Karten noch rein. Ich habe nämlich Van Dijk, St. Justi. Und im Tor habe ich, ja, das ist schon ein bisschen billig. Das ist einfach so cool, er hat nur 77. Boah, ey, du hattest echt viele Optionen. Digga, also du hast wirklich ein gutes Team gebaut. Schwer zu erraten, sage ich dir wirklich, wie es ist. Torwart ist aber auch absolut Müll. Ich habe Diop, Nia KT und Maignan. Ja gut, ich habe mich nicht dazu entschieden, in eine andere Liga zu gehen. Ich habe Klostermann, dann doch noch eine andere Liga mit Rüdiger. Und ins Tor kommt Mandy. Bro, du hast mich so genötigt, eben irgendwie schnell was aufzuschreiben. Deswegen, ich habe Delicht aufgeschrieben. Frag mich nicht, wieso, was der da auf meinem Board macht. Ich habe dann einfach Klostermann aufgeschrieben und Trapp. Halt deine Fresse. Yes, let's go. Nein. Halt's Maul, Digga. Boah, linke Seite, richtig. Ich komme schön über meine rechte Seite. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ach, ich frag mich einfach nicht. Du hast jetzt, ja, ein löchriges Team auf jeden Fall. Ach, du Scheiße, Digga. Gut, dann stelle ich jetzt noch einen Bronze-IV da rein. Und dann spielen wir, würde ich sagen. Oh, Double Fuck. Okay, let's go, baby. 4 Bronze-Spieler hatte ich lange nicht mehr. Wow, wirklich. Asensio! Oh ja! Ja, gestellt. Klar. Scheiße, Digga. Jetzt mal die Kurzecke geballert. Der ist Superstar im Team. Er gönnt nicht mal. Der macht mir heute kein Ding rein. Und da kommt ein Babu. Babu geht. Babu! Spiele mal! Let's go! Oh, Pelé, klar. Oh mein Bro, ey, ich bin ganz ehrlich, du hättest sogar dein Torwart reingemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Can you eat pussy like that? Denk an die 50 Euro, Stefan. Boah. Guck mal, wie schnell der ist. Wie schnell der ist. Oh, St. Just. Boah, Pelé, da war so viel Platz. Guck mal da unten. Oh, yo, habe ich eigentlich eine Verteidigung oder wie? Oh mein Gott, was ein Dreckstor. Wo waren die Verteidiger, Bruder? Van Dijk macht das dazu. Oh. Hoppa. Ey, komm. Er wird abvisiert, mein Gott. Oh mein Gott. Oh. And I tell you all about it when I see you again. Thomas. Und da ist wieder durch, der Pelé. Oh. Oh. Ja. Ein Drecksspiel. Let's go. Drecksspiel ist das. Schieß ihn noch ins Aus, drück doch Kreis. So, komm, geh, Junge. Pfeif ab, Schiri. Ist gut jetzt. Irgendwann reicht's doch mal. Aber wir sind noch 20 Minuten auf der Uhr. Scheiß drauf, Schiri. Einfach weg und abpfeifen, Schiedsrichter. Ah, GG. Ja, GG. Da kann sich der Kloppo freuen, Digga. Du konntest halt echt nichts machen, ne? 4 Spieler ist böse. Okay, ich hab umgestellt. Aber ich muss halt echt sagen, ich bin gerade so eine Niete, was wenn du jetzt 4 Bronzespieler triffst, bist gar nicht freiwillig, Xavi. Also ich nehme schon mal deinen linken Verteidiger und deine 3 Mittelfeldspieler. Alle 3 ZMs? Ja. Du hast 2 Bronzespieler getroffen, Digga. Aber auch Nkunku und Xavi. Die tun weh, ich hab nicht umgestellt. Eieiei, Xavi tut weh. Nkunku kriegst du auch nicht mehr wieder. Ah, Nkunku, nein. Ich glaube, das ist der erste wirklich dicke Discard bei mir dieses Jahr. Aber dafür war auch 4 Katastrophenspiel. Also das Spiel war einfach Katastrophe. Ey, kann ich kurz Ciao sagen oder so? Weil mein Akku ist gleich leer und dann müsst ihr uns sonst nochmal komplett aufnehmen. Okay, gib Gas. Jalla, ich sag's uns schon mal. Ciao, ciao. Macht's gut, Freunde. Ich discarde jetzt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.